Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt haben wir kennengelernt, was Terme sind. Jetzt wollen wir Terme addieren und subtrahieren. Ich habe euch gleich mal zwei solche Terme mitgebracht. Damit wir wissen, wie man die addiert, schauen wir uns doch genau an, was geometrisch dahinter steckt. Zumindest beim ersten. Los geht's. Also das erste, das sehen wir schon, das ist ein x. Das könnte man ja sagen, das ist eine Strecke. Denn eine Strecke wird ja mit einer Länge gekennzeichnet, also zum Beispiel 5 cm. Also steht dann zum Beispiel das 5 für das x. Wenn x² dran steht, dann ist es ja keine Strecke mehr, sondern dann ist es eine Fläche. Also stellen wir das x² als Fläche dar. X hoch 3 ist auch klar, haben wir auch schon kennengelernt. Das ist dann quasi ein Kubik, also drei Seiten quasi. Und das hier, das ist nichts anderes als zwei Flächen, also 2x². Und das dritte, oder was wir hier hinten noch haben, das ist wieder ein x hoch 3, das ist wieder Kubik. Und jetzt, wenn wir das hier oben stehen haben, dann wissen wir vielleicht leichter, was man zusammenfassen kann. Denn es ist auch klar, ich kann keine Strecke und ein Quadrat zusammenfassen. Ich kann nicht einfach hier irgendwas dran setzen, was ergibt denn das für ein Bild? Zumindest etwas, was ich mathematisch nicht darstellen kann. Genauso wenig kann ich ein Quadrat mit einem x hoch 3 zusammenfassen. Funktioniert auch nicht. Was ich hier einzig und allein zusammenfassen kann, ist einerseits diese Quadrate. Wenn ich nämlich diese Quadrate zusammenfasse, sind es nicht mehr 1 hier und 2 hier, sondern insgesamt 3. Und was ich noch zusammenfassen kann, sind die Kubiks hier. Und die beiden geben dann eben 2 solche Kubiks. Also fassen wir das Ganze zusammen. Was ich nämlich gar nicht zusammenfassen kann mit irgendwas, ist das x. Das bleibt also da. Was ich zusammenfassen kann, sind die x-Quadrate. Das sind dann 3 x-Quadrate. Und das, was ich noch hier zusammenfassen kann, sind die beiden Kubik. Also 2x hoch 3. Das heißt, wenn ich diesen Term addieren möchte, kann ich nur das Ergebnis rausbekommen. Ich darf jetzt nicht weiter addieren. Ich kann nicht hier draus ein 4x hoch 3 machen oder hier raus aus den beiden ein 5x hoch 5. Ich darf keine Potenzen miteinander addieren. Ich darf nur das zusammenfassen, was die gleiche Potenz hat. Also ich konnte die x-Quadrate zusammenfassen und die x hoch 3 zusammenfassen. Aber das x hoch 1, was man sich ja hier denken kann, das durfte man nicht zusammenfassen. Das war jetzt eine Möglichkeit, wie ich das erklären kann. Hier unten habe ich jetzt so Mischformen. Man kann sich auch vorstellen, dass das x ein Apfel ist. Also die x steht für Apfel. Dann steht das y für was anderes, ein anderes Obst, für Birne. Dann habe ich extra gegoogelt, die Mischung aus Birne und Apfel ist ein Naschi, nennt man auch Apfelbirne. Und das da, das x, ist wieder der Apfel. So, und jetzt ist die Frage beim Obsthändler, was kann ich zusammenfassen? Es ist klar, ich kann nicht von zwei Äpfeln zu zwei Äpfeln drei Birnen dazuzählen. Es gibt keine fünf Naschis. Also wir wissen auch, dass wenn man nur sie zusammenzählt, kein Naschi entsteht. Das ist eine schwierige Kreuzung, um das hier zu kriegen. Also darf ich die beiden nicht zusammenfassen. Genauso wenig darf ich die beiden zusammenfassen. Das Einzige, was ich wieder zusammenfassen kann, ist 2x und minus 5x. Aufpassen, das Minus steht als Rechenzeichen jetzt hier vor dem 5x. Das heißt, das Ergebnis hier ist minus 3x, nämlich weil ich die Äpfel zusammenfasse und dann einfach die drei Birnen und die zwei Naschis oder wie hier mit den Variablen zusammengefasst, das bleibt stehen. Also, nochmal zusammengefasst, man könnte sagen, man darf nur gleiche Variablen in der gleichen Potenz zusammenfassen, was so viel heißt wie gleiche Variablen, es muss ein x zum Beispiel dran stehen. Nur weil hier quasi die gleiche Potenz herrscht oder da drüben die gleiche Potenz herrscht, heißt es ja nicht, dass ich es zusammenfassen kann. Aber ich darf es zusammenfassen, wenn es die gleiche Variable hat. Also die x'en durfte ich zusammenfassen. Allerdings auch wieder nur, wenn sie die gleiche Potenz haben. Ein x² und ein x darf ich nicht zusammenfassen. Das war's. Das war die Erklärung zu Terme addieren und Terme subtrahieren.